Der Ölpreis steigt heute auf den höchsten Stand des Jahres. Die Anleiherenditen pausieren heute mal, aber sie sind zuletzt sehr, sehr deutlich gestiegen. Und dennoch spricht Fed-Chef Paul heute von dem Wiederaufnehmen einer Disinflation, eines disinflationären Prozesses. Und das angesichts der wahrscheinlich gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump nächster US-Präsident wird mit einer dann hochinflationären Politik. Also, was soll die Fed in einer solchen Lage tun? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, immer mehr Anzeichen deuten eigentlich auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin, auf eine kommende Rezession hin. Aber gleichzeitig hast du einige preistreibende, inflationäre, stagflationäre Elemente. Und das ist die nicht unverzwickte Lage, in der der Fed-Chef derzeit ist. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Schauen wir uns mal an, was heute passiert ist an einem Tag, der schon volumenarm ist, wieder morgen ja verkürzter Handelstag in den USA, am Donnerstag dann Independence Day, am Freitag wird dann nochmal gehandelt. Also steigen wir mal ein in das Highlight. Das war sicherlich heute Jerome Powell, der gesagt hat, also die Inflation zeigt Anzeichen, den disinflationären Trend wieder aufzunehmen. Das ist eine interessante Aussage, wir haben viele Fortschritte gemacht und sind aber noch nicht überzeugt und so weiter, dass wir jetzt schon die Zinsen senken. Dementsprechend sehr, sehr wahrscheinlich keine Zinssenkung im Juli, aber vielleicht im September, Fragezeichen. Aber schauen wir uns erstmal an, dieses Wort Disinflation, das hat Paul schon Anfang 2023 gebraucht, nach der Sitzung damals. Und schauen wir uns mal die monatlichen Inflationsraten an. Die waren eigentlich immer über 0 bis 0,5%. Monat vor Monat ging das weiter. Wir haben jetzt nur mal eine 0,0 Inflation gehabt zuletzt. Deswegen wahrscheinlich hat er gesagt, ja, wir nehmen die Disinflation wieder auf. Aber auf der anderen Seite sehen wir nicht nur Öl. Steigt deutlich, nämlich 17% jetzt seit Jahresbeginn, sondern wir sind eben, wie schon gesagt, auch auf dem höchsten Stand des Jahres. Jetzt steigen auch die Gasoline Futures, also die Benzin Futures, das, was dann sozusagen an der Tankstelle bei den Amerikanern ankommt und wirklich dann auch inflationär wirkt. Gerade jetzt vor dem Feiertag in den USA, wo sehr, sehr viele Leute verreisen werden. Aber man sagt sich, okay, die Fed, die dürfte doch im September die Zinsen senken. Fast eine Wahrscheinlichkeit von 2/3, dass dann die Fed am 18. September agieren wird. Aber bis dahin ist natürlich noch ein bisschen und vor allem droht eben Donald wieder ins Amt zu kommen. Und darauf reagieren eben die Anleiherenditen, die nicht fallen wollen, obwohl das ja ziemlich dovish war, was Paul heute gesagt hat, eben mit dieser Verwendung des Wortes Disinflation. Hier sehen wir mal die 30-jährige US-Staatsanleihe, jetzt so hoch wie seit Ende Mai nicht mehr. Und wie Bloomberg hier titelt, die Wall Street versucht rauszufinden, was es für Anleihe, also für Kapitalmarktzinsen bedeutet, wenn Trump eben siegen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gerade gering. Eines scheint klar, der gute Donald wird dann die Staatsverschuldung nicht gerade nach unten fahren, gleichzeitig die Einnahmen verringern durch die von ihm geplanten Steuersenkungen. Gleichzeitig die Inflation erhöhen durch Abschiebung von Migranten und starken Anhebung von diversen Zöllen. Hier sehen wir mal nochmal dieses Defizit, was die Amerikaner inflationsbereinigt fahren, größer als während der Weltkriege. Und Paul hat sich heute dazu auch nochmal geäußert und gesagt, also die Tragfähigkeit von Schulden, das sollte eher früher als später angegangen werden. Wenn Seth Donald ins Amt kommt, dann dürfte das nicht gerade besser werden, wobei Biden sich ja da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat mit seinen Schuldenorgien. Aber wer auch immer reingeht in dieses Amt, der scheint es mit der Finanzierung eben nicht so genau zu nehmen. Aber die Märkte nehmen es genau. Deswegen ist eben das oder ist das, hat das begonnen, was jetzt, glaube ich, ein Trend sein wird, nämlich steigende Renditen bei trotz einer
vergleichsweise schwachen Wirtschaft. Wir haben ja sehr schwache Daten jetzt zuletzt im Juni bekommen, gestern Einkaufsmanager-Index bekommen. Hier sehen wir mal das TLT-ETF, also ein ETF auf langlaufende Anleihen. Wenn dieses TLT im Kurs steigt, dann fallen die Renditen. Wenn das TLT im Kurs fällt, dann steigen die Renditen. Und wir sehen, das ist im Kurs deutlich gefallen, jetzt auf so eine Unterstützung rangelaufen. Deswegen sehen wir heute auch diesen leichten Rücklauf. Dieses TLT ist also praktisch von der Unterstützung ein bisschen nach oben abgeprallt. Und Paul hat heute etwas gesagt, was natürlich sehr klug ist. Wir sind uns der Gefahren bewusst, wenn wir zu früh die Zinsen senken oder wenn wir zu spät die Zinsen senken. Und er hat heute auch gesagt, der Arbeitsmarkt scheint sich abzukühlen. Frage, ist Paul schon bekannt, wie am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen? Ja oder nein? Jedenfalls hatten wir ja heute Daten auch zum Arbeitsmarkt, dazu gleich mehr. Aber wenn Paul also sagt, naja, das ist eine schwierige Gratwanderung mit den Zinsen, wann sollen wir senken oder nicht senken, zu früh, zu spät, wie auch immer. Schauen wir uns mal an, was die Amerikaner sozusagen über ihre Wirtschaft sagen, wie sie diese Wirtschaft empfinden. Und da sagen 63%, also fast zwei Drittel aller Befragten, die Wirtschaft ist auf dem falschen Weg. Nur 29%, also weniger als jeder Dritte sagt, ja, die Wirtschaft, die ist doch okay, die ist auf dem richtigen Weg. Und das zeigt, dass die Leute irgendwie ein Unbehagen haben mit dieser Wirtschaft, dass das vielleicht doch nicht so toll aussieht, wie es monatelang in den Zahlen der beiden Administrationen den Anschein hatte. Und eins ist nach wie vor die Top-Sorge, und die hat sich sogar nochmal gesteigert, nämlich das Thema Inflation. 45% sagen, das ist der wichtigste Punkt. Noch im Vormonat Mai, als diese Umfrage gemacht wurde, waren es nur 41%. Und auch interessant, inzwischen sagen 62% der befragten Amerikaner, ja, der Wirtschaft geht's lala oder sogar schlecht. Im Mai waren es noch 55, also hier auch ein deutlicher Anstieg. Und nur weil die Inflation sozusagen nicht mehr so stark anzieht, heißt das ja nicht, dass die Preise irgendwie günstiger werden, sondern die Teuerung hat sich nur verlangsamt. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn die Latte schon so hoch liegt. Wo willst du dann noch hin mit der Latte sozusagen? Also wir sehen, dass da durchaus die amerikanischen Konsumenten eigentlich fast schon in einem Modus der Rezession sind. Und heute hatten wir dann Daten, die JOLTS vom US-Arbeitsmarkt, also die offenen Stellen in den USA, waren besser als erwartet, wieder über 8 Millionen. Da hatte man eigentlich einen Wert knapp unter 8 Millionen erwartet. Aber schauen wir uns mal an, was hat denn da zugelegt? Naja, die Regierungsstellen, also die öffentlichen Stellen, haben deutlich zugelegt. Das sehen wir auch in dieser Grafik hier oben. Da sehen wir, wie das nach oben geht. Das ist einer der größten Werte hier, diese Zunahme zum Vormonat in den letzten Jahren. Das könnte allerdings dann eben auch in den US-Arbeitsmarktdaten sich schon ein Stück weit reflektieren am Freitag. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt 14 der letzten 17 JOLTS nach unten revidiert wurden, so wie meistens ja auch die US-Arbeitsmarktdaten nach unten revidiert werden, von denen man eh nicht weiß, wie valide sind die Birth-Death-Model, Teilzeitjobs, Migranten, die irgendwelche Jobs bekommen, für die Amerikaner wichtig ist, aber wie viele offene Stellen gibt es denn überhaupt zu den Arbeitslosen? Und hier sehen wir, da sind wir wieder jetzt auf das Niveau von Februar 2020 zurückgekehrt. Also der Arbeitsmarkt, der kühlt sich ab. Er ist noch nicht wirklich so, dass es schwierig zu sein scheint, eine Stelle zu finden, aber es ist eben nicht mehr so, dass die Arbeitnehmer sagen können, ach, weißt du was, wenn du mich nicht willst und mir den entsprechenden Lohn zahlst, dann mache ich eben was anderes. Und so deutet vieles darauf hin, dass die Zinskurven eben auch diesmal recht haben. Viele hatten ja zuletzt gesagt, naja, die Zinskurven, das ist doch kein Indikator mehr für eine Rezession. Es war bisher immer ein sehr guter Indikator für eine Rezession. Diesmal ist vielleicht nicht alles anders. Und jetzt eben die Wahrscheinlichkeit, dass Trump kommt und dann vielleicht diese Rezession erbt oder sie mit seiner Politik auslösen wird, wenn er die Migranten rausschmeißt, wenn er die Zölle stark anhebt. Jedenfalls verschlechtern sich die Chancen für Biden. Hier fast 70% der Progressive Voters, das sind also eher die auf der linken Seite befindlichen Demokraten, sagen, dass Biden seine Kampagne beenden sollte, also nicht mehr antreten sollte. Alle Medien, die sonst den Demokraten in den USA zugeneigt sind, fordern das im Grunde unisono. Da hat es einen richtigen Erdrutsch gegeben, sozusagen in der Wahrnehmung. Und das sieht man auch bei Unabhängigen, also die weder festgestellt
ausgelegt sind, auf Demokraten noch auf Republikaner. Und da wurden die gefragt, naja, wie ist Biden fit genug, um praktisch wieder Präsident zu werden? Und dann sagen 79% nein, er ist wohl nicht fit genug, um wieder Präsident zu werden. Und 81% sagen, er ist zu alt. Also das sind schon relativ eindeutige Voten, die hier der Fall sind. Die Demokraten werden diese Wahl nicht gewinnen können, wenn sie mit Trump ins Amt gehen, zumal man ja nicht weiß, ob da noch heftige Aussetzer kommen, die dann sozusagen dieses Bild einer Demenz immer klarer machen. Kommen wir nochmal zu den Märkten. Wir sehen heute Nvidia fallend, aber Apple gleicht das aus. Andere Tech-Werte sind im Plus, Tesla ist im Plus. Gestern hatten wir die Situation, dass die Märkte im Plus waren, der Nasdaq zum Beispiel, aber deutlich mehr, fast doppelt so viele Aktien gefallen sind im Nasdaq als gestiegen sind, weil eben ein paar Dickfische da stark zulegen konnten. Heute ein ziemlich durchwachsenes Bild, was die einzelnen Aktien betrifft. Und wir sehen nach wie vor eine ziemlich euphorische Stimmung, sowohl bei Privatinvestoren als auch bei den Institutionellen, die man hier als Smart Money und Dump Money Confidence bezeichnen kann. Beide sind jetzt auf ähnlichem Niveau, also es herrscht ein Optimismus und das in einer Situation, wo eben wirklich die Unsicherheit aus meiner Sicht sehr, sehr groß ist. Die politische Unsicherheit, die ökonomische Unsicherheit, die Unsicherheit, wie geht es mit den Zinsen weiter, denn ich halte es nicht für in irgendeiner Form ausgemachte Sache, dass die Zinsen im September sinken, zumal dann Trump sagen wird, naja, das machst du, Paul, weil du den beiden helfen wirst und willst, denn Paul weiß auch, wenn Trump drankommt, dann ist seine Zeit als Fed-Chef natürlich vorbei. Aber nochmal kurz zurück zu Tesla. Heute wieder massiver Anstieg und das, weil man die ohnehin krass abgesenkten Erwartungen von 439.000 um gut 4.000 Autos, Absätze, also verkaufte Autos, übertroffen hat, 443.000. Damit ist man nach wie vor weit entfernt, gerade in China zum Beispiel von BYD, die haben zum Vorjahresmonat ihre Absätze um 35% gesteigert, Tesla hat 24,2% verloren. Warum steigt die Aktie heute? Nein, wahrscheinlich, weil einige short waren. Hier sehen wir mal, Tesla Short Interest ist zuletzt nochmal gestiegen und die werden jetzt erstmal gesqueezed. Und Donald kann die wunderbare Geschichte, nicht Donald, sage ich schon, Elon kann die wunderbare Geschichte erzählen, wir machen doch irgendwas mit Robotern, wenn wir schon nicht genug Autos verkaufen. Und dann hat man Hilfe noch von Morgan Stanley, die faktisch der Finanzier von Elon Musk sind. Kommen wir nochmal nach Europa. Hier sehen wir europäische Märkte wie der DAX, wie der CAC 40, nicht wirklich positiv. Rates Outlook, Lagarde hat heute gesagt, also im Juli, da werden wir die Zinsen nicht senken, hat sie nicht direkt gesagt, aber ziemlich klar angedeutet. Und das Ganze sieht so danach aus, dass entweder Le Pens Partei die absolute Mehrheit bekommt, aber wenn nicht, dann haben wir ein sogenanntes Hung Parliament, also praktisch keine wirklichen Mehrheiten und das ist auch nicht so richtig gut, dann kannst du praktisch keine Entscheidungen treffen und dann wird das auch eine sehr schwierige Situation. Wir sehen mal, der CAC 40, der ja am Montag deutlich mit einer Rallye nach der Wahl, nach dem vorherigen Abverkauf antwortete, das ist praktisch alles wieder abgefrühstückt. Also da sieht man, dass sozusagen der Optimismus vielleicht ein bisschen verfrüht war. Noch schlimmer wäre, wenn ein Linker wie Mélenchon an die Macht käme. Ich hatte das bereits thematisiert und das wird richtig spannend jetzt am Wochenende. Hier sehen wir mal, jetzt mussten die Kandidaten ja klar machen, wer zieht sich jetzt zurück. Man hat ja da verschiedene Bündnisse, die Partei von Macron mit dieser Volksfront und hier sehen wir, da hat sich das Feld deutlich gelichtet, aber das ist jetzt eine sehr komplexe Situation. Da bin ich gespannt, wie die Wahlen dann in Frankreich ausgehen und vor allem, wie die Märkte dann darauf reagieren werden, denn ich sehe momentan nicht, wie da wirklich eine tolle Lösung für Frankreich rauskommen kann, die die Märkte wirklich beruhigen kann angesichts der Schuldensituation in Sachen Inflation. Da haben wir ein bisschen Beruhigung. Wir sind bei 2,5% in der Eurozone rausgekommen. Im Mai waren wir noch bei 2,6%. Aber die Kerninflation bei 2,9%, das war über der Erwartung von 2,8%. Also ein ziemlich gemischtes Bild zur Inflation in der Eurozone. Und Jörg Krämer sagt deshalb auch, also vor allem diese Kerninflation im Dienstleistungssektor, die ist nach wie vor sehr hoch, da sehen wir keine Abkühlung. Deswegen sollte die EZB auch demnächst nicht die Zinsen senken. Und kommen wir nochmal nach Deutschland.
Da ist die Regierung, vor allem Außenministerin Baerbock, ja gestern beim Fußballspiel gewesen, hat dafür extra das Nachtflugverbot aufgehoben. Etwas, was man selber fordert, eben gemacht, nämlich die Abschaffung von Kurzflügen. 183 Kilometer war ihr Flug. Dafür hat sie dann mal alle Regeln außer Kraft gesetzt. Und der Parody-Account von Annalena Baerbock, also ein Satire-Account, sagt also, ihr kleinen Economy-Class-FliegerInnen, meine FreundInnen und mich kann nichts aufhalten, schon gar nicht ein Nachtflugverbot des Pöbels. Wenn ihr mich deswegen nervt, werde ich über Deutschland Kerosin ablassen. Schönen Dienstag noch. Also das finde ich schon ziemlich genial. Aber es zeigt eben, dass das, was viele Politiker fordern, gerade eben auch bei den Grünen, dann sie selber nicht einhalten. Auch wichtig, irgendwie da ein Fußballspiel besuchen und sich dann mit dem Flugzeug irgendwie ein paar Kilometer fliegen lassen. Das ist irgendwie schon so ein bisschen abgehoben und zeigt, dass man da den Bezug zur Realität verloren hat. Und die Realität sieht nämlich so aus, die deutsche Industrie rutscht weiter ab. Seit 2017 haben wir 10% an Industrieproduktion verloren, der DAX aber ist 38% gestiegen. Was genau da wirklich beachtenswert ist und sehr, wie soll ich sagen, erkenntnisfördernd ist, das sehen Sie in diesem Artikel, den ich empfehle, zur Weiterempfehlung über diese Social Media Button und nicht zuletzt für diejenigen, die sich für Gold interessieren. Wir sehen, dass der Xetra Goldbestand in 6 Monaten um 23 Tonnen gesunken ist. Was es damit auf sich hat, in diesem Artikel auch gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Abend und sage Servus, ciao.